Servus, der Marc von Finnish Greens hier, und bei mir ist der liebe Peter. Hallo. Und der Peter hat schon ein bisschen getrunken und macht noch eins dazu. Wir haben gerade schon fleißig gewechselt von Gold auf Silber und so weiter. Und ein bisschen gesprochen von der Höhe, von der Positionierung. Ich werde jetzt mal die Stelle desinfizieren und den neuen Ring nochmal hinhalten. Dann siehst du, wie er aussieht, und dann gehst du auch in den Abstand, den du möchtest. Ja, und das ist eher weiter oder weniger. Studierst du, arbeitest du? Ich arbeite. Was machst du Schönes? Ich bin beim ORF in der Regie. Okay. Hat Spaß. Einmal Spiegel schauen. Das machen wir, ja. Also ich finde es cool, du siehst jetzt schon, auch wenn es auf einer Ebene ist, weil die Frage war ja bei uns beiden, ob wir es jetzt auf einer Höhe machen oder ob wir es auf von der Höhe verschieben, sondern aber persönlich, ich würde es echt so lassen, weil sonst wird es so eine Stufe drin, das gefällt mir nicht. Sollen wir einmal kurz gucken? Schauen wir mal kurz das Spiel. Also genau, wenn ich den Inhalt genauso wieder da sitzen. Perfekt, ja. Ja? Passt das für dich? Ja. Und trotzdem auf einem Level sieht besser aus. Ja. Gut, den gebe ich dir kurz weg. Den brauchen wir gerade nicht. Und die Heilung ist, wie gesagt, fast identisch, wenn man es mit Stecker macht, aber das Ergebnis, das Endergebnis ist einfach viel besser, weil wir es eben genau anpassen und auch der Stichkanal und alles sich gleich an den Ring gewöhnt. Also deswegen würde ich, wenn jemand den Ring will, immer gleich den Ring nehmen und den Stecker erst nur nehmen für Leute, die sich unsicher sind, ob sie das, ob sie den Ring haben wollen. Okay. Gut, mein Lieber, hinten anlehnen, Augen zu und durch, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ja. Ganz fix. Alles okay bei dir? Easy. Also ein prominentes Piercing unserer berühmte Conchita Wurst ist ja auch so. Ah, echt? Und auch von mir. Okay, cool. Ja. Die Bewohner sind ja im gleichen Bezirk, glaube ich. Siebter ist die. Ja? Hast du eben noch Fünfter? Nee, also ich glaube, dass er oder sie eigentlich eher, glaube ich, gar nicht, was wurscht. Also Meinstein war im Siebten. Voll gut. Also ich bin mir taugs voll, ja. Und du siehst schon bei der Nasenflügel hinten auch der Breite, jetzt kommt der Ring auch ein bisschen anders raus. Ich finde es cool, dass wir auf einer Höhe einen Look gemacht haben, mit einer Nummer größer, also weiter unten wäre es blöd gewesen. Ich finde es schon echt geil. Taugt mir voll. Ja. Schwellungen kommen, klar, das erste Loch hast du ja schon ewig, deswegen können wir da auch den engen Ring drin lassen, da gibt's nichts. Das spielt ein bisschen an, ganz normal. 6 Wochen musst du ungefähr rein für die normale Heilung und dann ist eigentlich alles safe. Und dann mache ich den goldenen Ring rein. Früher würde ich es nicht machen, weil es einfach immer wieder in Gefahr ist, dass sich dann doch eine Materialunverträglichkeit bildet, wenn es noch so frisch ist. Alle 6 Wochen ist eine gute Zeit. Ich gebe dir alles schriftlich mal mit und erkläre kurz die Eckdaten. Also wir nehmen bitte zuerst Portalin Spray und Gel. Sprühe da bitte wirklich 2 Sprüher außen, 2 Sprüher innen in die Nase. Lass so 30 Sekunden einwirken. Nimm dann eine Küchenrolle, die machst du feucht und wischst außen und innen feucht mit der Küchenrolle sauber. Dann das Gel. Von außen und innen drauf, den Ring sanft bewegen und du bist fertig. Okay. Und wir machen das 3 Wochen 2-mal am Tag und dann 3 Wochen 1-mal. Das heißt 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen sehen wir uns hier zum Wechseln kontrollieren.
Das ist deine Pflegezelle, die nimmst du bitte mit. Mhm. Und Dampfbad, Sauna, Solarium, Schwimmen gehen drei Wochen tabu. Sporthaare waschen, duschen, abmachen. Wenn du Schnupfen kriegst, darfst du die Nase putzen, als Basis bringen und alles ganz klar. Noch Fragen, mein Lieber? Na, das ist sehr informativ, danke. Bitte gerne. Danke dir fürs Kommen, danke fürs Video, danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, das war der Ciao. Peter. Ciao. Ciao.